Schönen guten Morgen, Mahlzeit, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück bei Blood Bowl 3 mit den Bartman Juniors gegen den Rest der Welt. Nach einem sehr blutigen Spiel gegen Chaos Chosen. Wir sind am Ende unentschieden. Geendet ist, aber wir haben federt lassen. Beide Läufer haben eine Partie, die sie aussetzen müssen. Und auf unserem Manfred-Tunnelblick hängt jetzt auch eine bleibende Verletzung. Schönen Dank auch. Aber gut. Wir stehen mit einem Teamwert von 1540 da, haben 11 Spieler und werden auch jetzt so anmelden, in der Hoffnung, dass wir mal keine Nörgel und keine Chaos finden. Was aber, ich habe das Gefühl, die Leute spielen halt nur Basher-Teams. Einfach nur Klaue, Knochenbrecher, Leute zermanschen. Das letzte Spiel gegen Elfen ist, glaube ich, ewig her. Aber gut. Gehört zu Blood Bowl dazu. Was willst du machen? Kurzer Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Welcome back, Sportsman. Wir haben einen Gegner und es sind, glaube ich, keine Chaos und keine Nörgel. Nein, es sind Orks. Ohne Troll. Schauen wir mal. The Greenskin Gamblers von Big D. Big D, Big D. Der Zwei-Wanderspieler. Und er ist dran. Ich habe 85.000. Söldner kann ich mir keinen holen. Ich könnte mir Barrick Farblast holen. Aber der hat eine versteckte Waffe, das bringt gar nichts. Lass mich mal gucken. Ja, ist ein großer Blocker mit... Oh, ist der alt. Der spielt mit Rasend. Da müssen wir aufpassen. Der ist auch überfahren worden. Der hat nur 11 Spiele. Genauso wie ich. Hat er Wehrhaft? Nein, er hat keinen Wehrhaft-Spieler. Da ist ein Superstar. Bagger Eat Dead. Blocken, Guard, Knochenbrecher, Rasend. Standfest. Minus Bewegung, minus Rüstung. Zwei Nicklings. Der Kerl ist alt. Richtig alt. Ich muss gerade mal schauen, ob ich von Big D nicht schon... Ah, da müsste ich jetzt in die... Ich glaube nämlich, dass ich gegen Big D schon gespielt habe. Nicht sicher. Noch ein Superstar. Ist das Ballendreißen? Ja. Blocken, Ausweichen, Knochenbrecher, Gewand, Guard, Ballendreißen und Wrestling. Boah, der ist schon Stufe 7, ey. Ist heftig. Ja, ich habe keine... Ich habe keine Renner diesmal dabei. Das müssen die Jungs so richten. Machen direkt den Blitz dann auf ihn. Ja. Na dann. Mögen die Würfel entscheiden, wer gewinnt.
Hoffentlich ich. Ab geht die wilde Fahrt. Ball verspringt einmal. Na, du kannst jetzt eigentlich hier mit drauf gehen. Er muss seinen Goblin aufstellen. Was natürlich auch nicht so geil für ihn ist. About to get punched above and below the belt at the same time. A good coach always uses the right player for the right job. War ja klar. Den, den ich bearbeiten will, kriege ich nicht runter. Probier ich einen Foul? Ich stelle mich gerade ganz gut. Move right next to a teammate. Was soll's, komm. K.O.? Ohne Rücksicht auf Verluste. Wir müssen prügeln. Es hilft alles nichts. Wir müssen uns einen Vorteil verschaffen. Wir müssen seine großen Blocker rausknallen. Wir haben keine andere Wahl. Wenn er kann jetzt hier reinblitzen, dann hat er aber nur einen One-Dice, weil der Guard hat. Müsste sich mit ihm daran stellen, kann er ihn blitzen. Der hat Guard. Bin ich gespannt, was er macht, weil ich kann den jetzt pushen. Muss ich aufpassen. Was macht er mit ihm? Ich habe schweres Gerät auf ihm. Okay. Au. I can't see a sign saying slippery surface at the edge of the ditch. Dann kann ich jetzt ihn raus blitzen. Okay. I should probably say something meaningful to all our Cabal Vision viewers. Splat. My mistake. He's on the ground. So, einmal schieben. Nochmal schieben. K.O. Defense is weak. Go on, boy. I think he's going to make him suffer. Da können wir den Wonder erst probieren gleich. Und du stellst dich damit hin. What's that player doing, Bob?
They look to be rolling on the ground in agony, Jim. And here comes the other team. A good coach always uses the right player for the right job. They're still standing. Ich habe keine Angst vor ihm. Ah, good. So, got the ball. It's always embarrassing when they fumble that bit. Das ist schon mal gut. Naja, zwei Züge, zwei Spieler K.O. Guter Schnitt. Granatinen blitzen. Mhm. Okay. Du stehst gefährlich, das weißt du, ne? Wanda ist. Okay. Hätte ich tatsächlich ihn ranstellen können. Dann wäre er vielleicht mit dem Goblin durchgedodged. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay. Interessantes Puzzle. Treffer. Gut, da wird geknuddelt. Stopp, du stellst dich erstmal dahin. I think he's going to make him suffer. Dann kannst du ihn blocken. Likes to be well assisted in a fight. Du kannst ihn blocken. Always uses the right player for the right job. Jackal sitzt. Takes a skillful player to stay up under such a sustained assault. Treffer. Dritter Zug. Really, don't let them. They're massive and can take your hand right off. Ist okay. Kann man stehen lassen. Dritter Zug, dritter K.O. Ist er stärker, weil der Guard hat. Ich hätte ihn da hinschieben sollen. Also den kann er jetzt. Ne, den kann er nicht. Den kann er. 4, 5. 4, nee. Egal wie. Muss mit ihm jetzt rangehen.
Geht näher ran. Be any different. Well, that's a good choice for this play. Push back, but not over. You can't argue with that call, can you, Bob? One dice, nix passiert. The fool must be holding him up. Der One ist klappt. Ja. You know, it's very hard. Stehen bleiben ist die richtige Entscheidung. It's one of their greatest strengths. Ich kann ihn trotzdem mit dem Blitz jetzt dann rausknallen. Und der One ist funktioniert auch. Das ist natürlich semi, aber okay, gut, das ist passiert nicht viel. Aua. Okay, du stehst auf. Schiebe jetzt trotzdem ihn raus. This player likes to be well assisted in a fight. I should probably say something meaningful to all our Kapowa Vision viewers. All I can think of is splat. He's now as free as a fart in a thunderstorm. Das sieht robust. So, du kannst ihn angreifen. Wow. Krasse Würfel. Da muss sich das aber auch gelohnt haben. K.O. Lass mal so stehen. Hier können wir einen One-Dice. Wollen wir den? Nee, da. Zu viel Glück gerade strapaziert. Turn 4 bei ihm, 5 Orks raus. Sie können halt alle wiederkommen, das ist das Problem. Der hat Red Guard. Deswegen verstehe ich's nicht. Ich bin stärker als er. Weiß nicht, was er vorhat. Der hat Gewand. Hebelt. Kann nicht abwehren, standfest und Wrestling verwenden, okay. Gewand kann er verwenden. Das heißt, den rauspushen schaffe ich nicht. Treffer. Hold it. That player better get up. Nothing good comes from spending any time on the ground. Nein. Dann lassen wir die eine zum Spielen hier. What will they do?
Du stehst auf. That player is as slippery as an eel, but not quite as cuddly. Is this gonna be enough to come out on top? Take it down. Take it down. Hey, that play looked almost competent. Should they be stomping on the player's neck with those studded boots that hard? The ref's not looking, so yes! Der hat ausweichen. Das heißt, da muss ich mit Tackle rangehen. That player is as slippery as an eel, but not quite as cuddly. Den Turn können wir einfach mal warten. Advantage, but there is no Peng. Sure thing. Get up or get off the field. I think he's going to make him suffer. So. Dürfte eigentlich, ich will es nicht verschreien, machbar sein. Problem ist halt, er muss sowieso noch zweimal auf K.O. würfeln. Ein guter Coach always uses the right player for the right job. Kann Russell verwenden. Pretty risky action, Bob. He's on him now, like a half on a hot dinner. Eine gute Idee gewesen. Der ist richtig mies. Mit dem kann er blitzen. Negativ. Nix da. That player should punch the other enemy players quickly before trying anything else. Schade, irgendwann komme ich durch die Rüstung durch. Stopp, der hat. So, jetzt habe ich dich. Are they dancing or fighting? Now his buddy can do freely. Treffer.
good coach always uses the right player for the right job. Rüstungswert von 10 plus ist halt schon eine Marke. Funktioniert doch so. Den hat er gesehen. Geht er raus. Did you see that, Bob? Of course I did, Jump. And it's outrageous. I know, Bob. Stamping on. Ist halt nur Stunt, leider. Set someone off. Okay. Arme und Beine bilden eine rotierende Scheibe. And they start the turn in trouble. The advantage, but there is no sure in Bloodbowl. Is the assist going to be enough to come out on top? Irgendwann muss ich doch durch die Rüstung durchkommen. Hey, das gibt's doch nicht. Gut. Ist aber schön, wie er immer wieder aufsteht. Au. Sausack. Er hat keine Bewegungspunkte mehr.
baked in a pie stands more chance than this kid. Actually, I'm getting hungry. Where's the nearest pie shop, Jim? I think he's going to make him suffer. Vielleicht komme ich ja nochmal durch die Rüstung durch. Nein. If I had a gold crown for every player I've seen so, during my alles career, nur eine 1, Nudge. Well, I could start my own Touchdown. Jetzt hoffen wir, dass er nicht so viele K.O.s hat, die aufstehen. Er hat schon mal einen Spieler im Nacht. Na okay, wir sind wieder gleich auf, weil einer ist bei ihm verletzt, der Goblin ist raus. Und bei mir wurde einer vom Feld gepfiffen. Okay, der Trollslayer bleibt noch liegen. Für ihn steht nur einer auf 7. 7 gegen 9. Gamblers haben den Wiederholungswurf bekommen. I should probably say something meaningful to all our Cabal Vision viewers. All I can think of is splash. Ausgekugelte Schulter. Das ist minus Werfen, glaube ich. Nein, minus Stärke. Ja, Boing. Dann wirst du ersetzt, ne? Au. Ich glaube, dieser kaputte Ellenbogen ist minus Werfen. Das ist jetzt blöd. Das sind jetzt... Also ich... Hallo, ich bin so lieb und mach sie nur K.O. Du machst sie ja gleich ganz kaputt. Komm schon, 3 für 3. Gib ihm. Los. Oh, ich bin enttäuscht. Mit ihm kann er faulen. Es ist nur ein Journeyman. Das kann ich ihn da hinstellen. Ja, und er setzt das Foul. Würde ich genauso machen. Ah, schade. Fast die Doppel 1 oder die Doppel 2 gewesen. Schade. Ich würde den Pass probieren. Hat den Ball. Animosität? Warum mussten du Animosität schmeißen? Der ist wieder da. Ich hab 8. 8 gegen 8. Das könnte jetzt lustig werden. Hm. 8 gegen 8. Ey, die Spiele sind alle immer so extrem, ey. Ah, der hat jetzt halt einfach wieder Glück, ne? Ich meine, Boing war schön mit dir, aber minus Stärke bringst mir halt nichts mehr, ne? Ein Blitz wär's toll. Also, die Kicks gehen gerade gut, ne? Ist halt 3. Möglichkeit, dass 3. Chaos, brillantes Training. Juniors kriegen wieder Wiederholungswurf und er hat ein Touchback.
kann als ihm geben. Oder auch gleich hier einem. Ne, er gibt ihm den Ball. Unity is strength. Au. That player is about to get punched above and below the belt at the same time. On the floor again. This team must like worms or something. Ich will, dass du sprinten musst. Schade. This player keeps on going and going and going. He is not. Ouch. Ja, genau. Stell dich an den ran. Du stellst dich an ihn ran? Ja, genau. Das könnte spannend werden. Er hat halt einen Vorteil, weil er zuerst rauskam. Oh, look at that little snotling attacking the troll. Schon wieder! Spiel, verarsch mich nicht! Oh mein Gott, ey. Das gibt's nicht. Ja. Ich habe das Gefühl, das wird wieder ein Unentschieden. Did you know the Spike Magazine Trophy was forged in hell? Sorry. Er hatte auch nur noch Armor Breaks. Das, was ich in der ersten Halbzeit hatte, hat er jetzt. Er hat's aber besser, weil er verletzt Spiele. Ich krieg sie nur K.O. Ja, also ist er da stärker. Ach, shit. Und der kriegt's auch alle Runde. Irre, da bleibt einer mal stehen. His strength. So schnell wie ein Zwerg, ey. These dwarves really are tough little brutes. Mhm. Wenn der aufsteht, kann er blocken. Ich kann das auch. Bin jetzt aber hier. Da bin ich stärker. Da bin ich stärker. Dann probieren wir das doch.
ist noch nicht vorbei. Ich habe nur Angst, dass er den mir rausknallt. Okay. Der ist nicht gestunt. Kann er es halt ihn frei blocken? Mit ihm kann er sich darüber bewegen. Macht er nicht. Okay, wo geht er mit dem großen Blocker jetzt hin? Schauen wir mal. Kann sich auch mit dem Blocker jetzt da daneben stellen. Er blitzt da rein, okay. Ja, genau. Weil er dann Guard hat, dann kann er mit ihm noch ihn blocken. Ach, shit. That's a good choice for this play. Okay. Ich hab schon wieder die Würfel gesehen, ey. Whoa, that player is a real war. Der geht down. Get up or get off the field. Und der auch. Now his buddy can move freely. Another player on the ground. The coach will be spitting teeth about this. So. Meine stehen wieder, bis auf der da hinten. Mit ihm kann er es halt versuchen auszuweichen. Drei. Ja, läuft das mit ihm ein bisschen runter? Schiebt jetzt nicht weg. Blitz auf ihn, okay. You can't argue with that call, can you, Bob? No. Wenn ich ihn jetzt ziehe, nee, dann bleib mal stehen. One of them should hit Schädel. Schade. Ah, Mist. These dwarves really are tough little brutes. Entschuldigung fürs Lautwerden. Aber da geht's gerade wirklich um alles. Der hat Guard. Das ist doof. Oh, look at that little snotling attacking the troll. Nochmal. Ich krieg die Fitzpieper nicht kaputt, das gibt's doch nicht!
So ein Kack! Might as well grab a feather and shove it up there somewhere, for all the good that did. That'll help the player move without risk. That player has to be anchored to the spot. That's a good choice for this play. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. That player should. Ah, come on, guys. Team spirit is the key. Well, except for me. Nein. Nein. They're both still standing. Tja, blöd, der hat Wehrhaft, ne? Das heißt, du bist, wenn du ihn blockst, nicht stärker. Das ist blöd. You can't argue with that call, can you, Bob? No. Da ist er durch. Steht der Drecksguard da. Der hat auch noch einen Guard dastehen. Warum sehe ich denn die Würfel nicht? They're gathering around that lone player, like halflings around a sandwich. Endlich geht die Mistfitzpiepe mal kaputt, ey. Schade. Den lasse ich stehen. Ne, bin ich schwächer.
Weil das kann ich mir keinen Skull erlauben, weil der kommt nämlich mit ihm fast da runter. Und ich will keinen Schädel jetzt riskieren. Er muss nur ausweichen. Ausweichen gegen die drei. 67% Chance. I'm looking forward to the next match. Time for some Blood Bowl. That'll help the player move without risk. That's a good choice for this play. Shit. Es kommt da unten an ihn ran, ne? You know, it's very hard to make a dwarf retreat. Mit einem Go for it kommt er ran. Ne, eins? Ja, will sich riskieren. Wo willst du den wirklich blocken? Hast du ein Dusel? Das gibt's nicht. Eins und zwei. Eins und zwei hilft. Den verschiebt er nur. Das ist ein Tanz mit dem Feuer, mein Freund. Ein ganz heißer Tanz, den du da machst, ne? Ja, lass den Ball jetzt irgendwo in der Walachei eingeworfen werden. Nutzt Wrestle. Und bleibt da am Boden. Nee, nutzt das nicht, okay. A good coach always uses the right player for the right job. Ich krieg ihn nicht kaputt. So ein Mist, ey. Jede Eins verliert. Ich meine, er will halt stallen, dass er auf die Dings, dass ich halt keinen Touchdown mehr machen kann. Er geht aufs Draw. Jetzt kommen die ganzen Draws rein auf einmal. Egal was er macht, 1 und 2 ist mein Freund. Kann jetzt versuchen mit dem auszuweichen und einen Blitz zu setzen. Kann mit ihm versuchen ausweichen, in der Hinstelle mit ihm blitzen. Da hat er's! Strike first, run later. That's always been my motto. Ich hab noch zwei Züge. It's a touchdown. Dass der
alte, humpelnde Werfer mit Bewegung für den Ball. Ah, scheiße. Komplett rüberträgt. Natürlich werden die jetzt wach. Ah, kacke. Und ich habe keine Läufer. Ich habe keine Wiederholungswürfe mehr. Ah, ist das bitter. Ist das bitter. Schade, 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 schade. Aber, ja, ich hab halt... Wow, ich hab einen Goblin zermanscht. Goblin gegen einen kaputten Zwerg ist kein guter Tausch. Ja, und es waren halt fünf... Fünf? K.O.-Würfel? Es ist unglaublich. That's disappointing. They're both still standing. Muss erstmal den Ball aufheben. Na, hab ich. Together in a common joy of death. You're all right, Jim, but there's something else. The midget's shell is still unbroken. Warum probiere ich's überhaupt? Guard mit Stärke 4. Wie schön. Ja, stell es halt komplett zu. Kannst du nichts machen. Jetzt kann er ihn hauen mit Guard von da. Er kann da geradeaus runterhauen. Schiebt nur seitwärts. That player's a little short. Oh no, my mistake. Er kann es halt da zustellen. Geht dahin, okay. Jetzt hat er noch die Chance, auf den Ball zu kommen, ne? Ich werd irre.
ist doch alles Mist jetzt. Das ist doch alles Mist, dass er mit dem jetzt pusht, ey. Ah, und das ist halt minus 2. Weil da der scheiß Werfer steht. Das ist doch Kacke! Werfe ich den Ball dahin? Dahin. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass es ein Draw bleibt. Wie, ich darf den Ball nicht in ein leeres Feld werfen? Warum darf ich das nicht? So ein Fuck. Entschuldigung. Ja. War klar. So, und jetzt der Blitz schafft es, hebt den Ball auf und macht einen Touchdown. Dann ist aber echt gut. Only one word to say about this, Bob. Not a word, Jim. A sound of crutch. Das sind gerade Blockwürfel. Und jetzt kommt gleich ein Pau ums Eck, wenn er mit dem Blitzer reinknallt. This is going to be decisive. I have a great respect for the durability of dwarves. How about you, Jim? Das muss ich halt echt noch mal zittern, hey. On the floor again. This team must like worms or something. Da kommt der Blitz. Da ist das Pau. Er schafft es nicht mehr in die Endzone, weil der Ball falsch gesprungen ist. Okay. Immerhin etwas. Boah. Wahnsinn. Gut, dann ist es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Das klingt immer so grauenvoll. Ja, irgendwo noch was blitzen macht nichts. Da bin ich schwächer, da bin ich schwächer, da bin ich schwächer. Ich könnte den Wanderist noch probieren in der Gefahr, dich kaputt zu hauen. Gut. Das war's. 1-1, unentschieden. Ein Zwerg verloren. Ansonsten ganz viele K.O.-Würfe. Und wenn die in Verletzungen umgemünzt worden wären, hätte ich einen Vorteil gehabt. Aber aufs Ende hin
ging uns die Luft raus. Ja, es war halt ein Platin-Spieler, deswegen verliere ich 17 Punkte, obwohl es ein Unentschieden ist. Da. So, wir schmeißen Boing raus. Spielen wir nur mit 12 Spielern? Nee. Dann haben wir einen Teamwert von 18,50. Hey, Grom der Öde. Alright. Das war, ich glaube, Spiel 45. Wir stehen bei Diamond 1864. Hatten jetzt 2 Dwarfs in Folge. Ja, irgendwann geht einem auch mal die Luft aus mit den Würfeln. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und ich freue mich auf eins der letzten 5 Spiele von den Batman Juniors gegen den Rest der Welt. Bis dahin, macht's gut, ciao und Servus.